Ich möchte heute das Thema Bienen abschließen. Ihr solltet ja als Hausaufgabe nochmal alles zu den Bienen durchlesen. Und jetzt frage ich jemanden dazu mündlich ab. Er fragt mündlich ab? Oh nein, gibt es eine Note? Ja, das gibt eine Note. Oh je, hoffentlich komme ich nicht dran. Oh Mann, Bienen, das finde ich so langweilig. Rosabella, du bist heute dran. Was für ein Glück. Wieso ich? Wenn du Bienen so langweilig findest, dann vielleicht, weil du schon alles darüber weißt. Also, der Körper der Biene hat 3 Teile. Wie heißen diese? Kopf, Bauch, Beine. Ja, der Kopf stimmt. Das zweite ist aber die Brust und der dritte der Hinterleib. Wie verständigen sich die Bienen? Sie summen. Nein, das Summen kommt vom Flügelschlag. Sie machen verschiedene Tänze, um sich zu verständigen. Was ist denn die Aufgabe einer Bienenkönigin? Sie frisst den ganzen Nektar. Ach, Rosabella. Nein, die Königin legt doch die Eier. Dann legt sie eben Eier. Deine Antworten waren nicht richtig, Rosabella. Hast du denn gar nichts gelernt? Das gibt jetzt leider keine gute Note. Wir fangen jetzt mit unserem neuen Thema an. Es lautet der Wald. Dazu gestalten wir erst einmal ein Blatt, auf dem ihr alles aufmalen dürft, was euch zum Thema Wald einfällt. Au ja, malen macht Spaß. Pause! Geht mal alle an die frische Luft, dann könnt ihr nachher wieder besser denken. Was hört Herr Pauli denn plötzlich mündlich ab? Das macht er doch sonst nie. Vielleicht ist er heute nicht gut drauf. Schaut euch das mal an! Wer war denn das? Wer traut sich denn sowas? Also ich war's nicht, das schwöre ich. Ruhe! Das ist nicht witzig. Wer hat denn das an die Wand geschmiert? Ich weiß nicht, ich auch nicht. Vielleicht war es ja Lena. Sie hatte ja so einen schwarzen Stift liegen. Nein, ich war's nicht. Das würde sie nie machen. Aha. Ich war's wirklich nicht. Aber du hast ja sogar noch schwarze Farbe an deiner Hand. Ja, logisch, weil ich vorher mit diesem Stift etwas in mein Heft gemalt habe. Lena, es sieht aber tatsächlich etwas nach deiner Schrift aus. Du machst nachher die Wand wieder sauber und hältst morgen zur Strafe ein Referat über das Thema Eichhörnchen. Was? Aber das ist so gemein. Ich weiß wirklich nicht. Das will mir jemand in die Schuhe schieben. Ausgerechnet ein Referat. Das mag ich überhaupt nicht. Und dann auch noch bis morgen. Das ist so gemein. Jetzt muss ich das sauber machen, obwohl ich es gar nicht war. Zum Glück ist der Stift abwaschbar. Trotzdem geht er ziemlich schlecht ab. Viel Spaß noch beim Putzen. Haha. Die ist ein wenig zu schadenfroh. Wetten Sie was? Mhm. Ich helfe dir auf jeden Fall. Und dann reden wir morgen nochmal mit Herr Pauli. Weißt du, wo es immer ganz viele Eichhörnchen hat? Im Park. Genau. Sollen wir uns später treffen und dorthin gehen? Ich könnte ein paar schöne Fotos für mein Referat machen. Klar, ich bin dabei. Ich mag Eichhörnchen. Ich auch. Eigentlich macht mir das Thema richtig Spaß. Ich werde ein schönes Referat machen. Ich mag nur das Reden vor der Klasse nicht so. Ja, das mag ich auch nicht. Wetten, Rosabella stellt mir ein paar fiese Fragen. Ach, denk nicht dran. Wir dürfen Mamas Laptop benutzen. Im Internet finden wir bestimmt alles über Eichhörnchen. Ja, schau mal da. Das drucke ich mir nachher alles aus. Aber jetzt gehen wir in den Park und versuchen Eichhörnchen zu fotografieren. Hoffentlich sind heute welche da. Hey, schau mal, da sitzt eins und frisst an einem Tannenzapfen. Das könnte ich fotografieren. Husch, husch, husch. Was soll denn das, Rosabella? Was macht denn die hier? Ist die nur zufällig hier oder will die uns ärgern? Sie scheint weg zu sein. Ja, und das Eichhörnchen auch. Vielleicht verstecken wir uns besser und versuchen es nochmal. Jetzt kommt wieder eins. Schon wieder, Rosabella. Was macht sie denn da? Haut ab, haut ab. Haut alle ab.
Wirft sie etwa mit Tannenzapfen nach den Eichhörnchen? Hör auf, Rosabella! Die armen Tiere! Mir reicht es jetzt. Komm, wir gehen. Ich habe immer Rosabella mit auf den Fotos. Wie ärgerlich. Ah, obwohl. Ich habe da eine Idee. Am nächsten Morgen. Herr Pauli, darf ich gleich mein Referat vortragen? Ich habe schon alles vorbereitet. Oh, das sieht aber sehr ordentlich aus. Danke, ich habe hier alles aufgeschrieben zur Lebensweise der Eichhörnchen. Und außerdem habe ich noch ein paar tolle Fotos gemacht. Eigentlich haben es die Eichhörnchen im Stadtpark ziemlich schön. Es gibt dort viel Nahrung für sie. Walnüsse, Haselnüsse und Tannenzapfen. Ja, die sind so süß. Leider gibt es Spaziergänger, die die Eichhörnchen ärgern, sie vertreiben wollen und sogar mit Tannenzapfen bewerfen. Rosabella! Das ist ja allerhand, Rosabella. Das macht man wirklich nicht. Die armen Tiere. Darüber muss ich mal mit deinen Eltern sprechen. Und über das Gekritzel an der Wand sollten wir auch nochmal reden. Mittlerweile glaube ich nämlich, dass du das warst. Hier hinten auf deinem Heft ist nämlich das gleiche Bild drauf. Ich geb's ja zu. Das werden wir noch mit dem Direktor besprechen. Wenn euch unsere Geschichte gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weiterschauen wollt, dann könnt ihr euch hier gleich die nächste Geschichte aussuchen. Bis bald. Tschüss.